Ein herzliches Grüß Gott wünsche ich euch heute zu einer sehr interessanten Präsentation zum Thema die lebensverändernde Power deiner Vision mit Hausverstand. Vision mit Hausverstand. Freunde, wir leben in einer neuen Zeit. Die meisten Menschen haben schon registriert, dass Dinge nicht mehr so laufen, wie sie früher gelaufen sind. Und dass es nicht mehr dieselben Bedürfnisse gibt bei den Menschen, wie es noch vor ein paar Jahren gewesen ist. Wir leben buchstäblich in einer neuen Zeit. Der größte Engpass, den es derzeit gibt unter den Menschen, ist die Perspektivenlosigkeit. Perspektive für die Zukunft, Perspektive für diese neue Zeit ist der Engpass oder die Mangelsituation bei vielen Menschen. Oder anders formuliert, der gefährlichste Virus, der derzeit so im Volk unterwegs ist, heißt Orientierungslosigkeit. Ich wende mich daher heute ganz besonders an Visionäre unter euch. An die Visionäre, zum Beispiel Menschen, die Visionen haben oder eine Vision haben, aber noch nicht realisiert ist. Oder an Unternehmer und Führungskräfte unter euch, die mit einer Vision begonnen haben irgendwann einmal und mittens drinnen stecken geblieben sind, in den Herausforderungen des Alltages, des Tagesgeschäftes stecken geblieben sind, inmitten von Hindernissen, und dann ist es immer zäher geworden in deiner Firma. Du hast vielleicht deine Firma schon 10 Jahre jetzt, hast mit einer gewaltigen Vision gestartet. Und nach 10 Jahren fragst du dich, warum hast du die Firma überhaupt gegründet? Ganz einfach, du hast die Vision nicht verloren, aber zugeschüttet mit Tagesgeschäft. Dich einfach verwickeln lassen in viele dieser Dinge, die andere Menschen vielleicht besser können als wir selbst. Ich möchte euch heute unser neuestes Produkt in der Umdenkakademie zeigen. Dieses Workbook, die lebensverändernde Power deiner Vision. Die lebensverändernde Power deiner Vision. Da steht am Cover, ein Leben ohne Vision macht keinen Sinn. Du hast nämlich keine Perspektiven für deine Zukunft. Ein Leben mit Vision bringt viel Freude und Freude bringt Power in dein Leben und es bringt viel Segen für die Menschen um dich herum. Ich möchte euch daher ein bisschen was aus diesem Workbook heute zeigen, worum es geht. Es ist ein Workbook. Ich zeig da mal, wie es da drinnen zum Beispiel ausschaut. Es ist ein Workbook, da werden Fragen gestellt oder da gibt Platz für verschiedene Notizen, die du machst. Und es geht jetzt einfach um diese Fragen, die wir ganz kurz besprechen und du dann anhand dieses Workbooks wirklich auch dich damit beschäftigen kannst. Vergiss nicht, Visionäre sind Leader. Menschen, die wirklich führen können, führen mit einer Vision, die größer ist als der Chef. Sie führen mit einer Vision, die die Herzen der Menschen um dich herum zum Hüpfen bringt. Frustrierte Menschen halten es nicht aus in einer Firma, in der eine Vision gelebt wird, die wirklich brennt. Vision ist der erste Punkt hier, ist der Schlüssel, um den Sinn deines Lebens zu erfüllen und in der Fülle deines Auftrages, den Gott dir gegeben hat, zu leben. Weißt, es gibt einen Spruch, der heißt, der ärmste Mensch der Welt ist nicht jener ohne Geld, sondern jener ohne Vision. Oder der ärmste Mensch der Welt ist nicht jener ohne Augen, sondern jener ohne Vision. Es gibt Menschen, die haben zwar keine Augen mehr, sind blind, aber sie haben eine Vision und sie sehen mit dem Herzen. Schauen tut man mit den Augen, steht hier, aber sehen tut man mit den Herzen. Das größte Geschenk Gottes an die Menschen ist nicht das Augenlicht, sondern die Vision, die er dir gegeben hat. Du siehst Dinge, die andere Menschen nicht sehen. Der frustrierteste Mensch dieser Welt ist jemand, der einen Traum hat, aber niemand zeigt ihm, wie man diesen Traum auch realisiert. Zerbrochene Herzen sind immer die Folge, wenn dir jemand deinen Traum, den Gott in dein Herz gelegt hat, ausgetrieben hat. Es gibt so viele Leute in deinem Umfeld möglicherweise,
die alle Fähigkeiten einsetzen, die sie haben, um dir das auszutreiben, was in deinem Herzen brennt. Vielleicht kennst du jemanden. Ich gehe mal dieses Workbook einfach durch ein paar Punkte. Im dritten Punkt heißt es dann, wie überwinde ich die Hindernisse auf dem Weg zur Vision? Du musst damit rechnen, dass du, wenn du deine Vision umsetzt, dass nicht alle Menschen begeistert sind davon, dass du das tust. Es gibt Menschen, die liefern dir Stolpersteine in den Weg, weil ihnen nicht gefällt, was du tust. Aber wenn du ein guter Handwerker bist, dann machst du aus den Stolpersteinen wirklich ein richtiges Sprungbretter und du kommst immer höher hinauf. Hier im dritten Punkt beschäftigen wir uns eine ganze Seite lang mit dem Thema, wie überwinde ich die Hindernisse auf dem Weg zur Visionserfüllung. Und dann habe ich hier 12 Prinzipien zusammengestellt, die wichtig sind, um deine persönliche Vision erfüllen zu können. Prinzip 1 zum Beispiel, du brauchst eine klare Vision, um dich von dieser Vision auch führen lassen zu können. Du musst dich führen lassen, als Leader führen lassen von der Vision, die Gott dir gegeben hat, und sie muss größer sein als du. Und dann beginnt Gott dir dabei zu helfen in der Umsetzung. Oder das zweite Prinzip, erkenne dein Potenzial, das du brauchst, um diese Vision erfüllen zu können. Und dieses Potenzial liegt bereits in dir. Es sollte natürlich nur freigesetzt werden. Das dritte Prinzip zum Beispiel, entwickle einen konkreten Plan für deine Vision. Einen konkreten Plan. Vierte Prinzip, die Leidenschaft, diese Vision auch erfüllen zu wollen, muss dich besitzen. Die Vision muss dich besitzen. Nicht du hast deine Vision und du versuchst sie umzusetzen von Montag bis Freitag. Nein, die Vision besitzt dich. Und dann findet sie dort sicher statt, weil die Vision sich selbst durch dich realisiert. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ich bin ja 56 Jahre visionärer Pionierunternehmer. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr visionär unterwegs bin. Und ich weiß, dass das, was mich besitzt, ist immer eine Vision, die größer ist als ich. Und wenn der Herr mir diese Vision geschenkt hat, dann gibt er mir auch die Power dazu, sie wirklich zu realisieren. Er durch mich. Fünftes Prinzip, entwickle auch den Glauben dafür, dass du in der Lage bist, diese Vision zu entwickeln, diese Vision zu realisieren. Sechste Prinzip, verstehe den Prozess, der gegangen werden muss, um diese Vision auch erfüllen zu können. Die Vision, da gibt es Schritte, die du setzen musst. Siebtes Prinzip, setze ganz klare Prioritäten auf dem Weg zur Vision. Mach nicht den 10. Schritt vor den 2., sondern einen Schritt nach dem anderen. Der Heilige Geist hilft dir dabei. Achtes Prinzip, erkenne auch, welche Personen Einfluss haben auf die Erfüllung deiner Vision und auch, worauf sie konkret Einfluss haben. Wer sind die Menschen, mit denen du sprechen sollst darüber? Und wer sind die Menschen, mit denen du nicht sprechen sollst darüber? Ganz wichtiger Punkt. Neuntes Prinzip. Erkenne auch, woher die Finanzierung deiner Vision kommen soll. Eine Vision finanziert sich. Aber woher soll sie kommen, diese Finanzierung, auf die du vielleicht schon so lange wartest? Hier hast du die Antworten dafür und die Möglichkeiten, es für dich herauszufinden. Was Gott beauftragt, das ist auch das, was er finanziert. Zehntes Prinzip. Verfügst du auch über die Hartnäckigkeit, sagen wir Hartnäckigkeit, die notwendig ist für die Realisierung dieser Vision. Und man muss auch den Unterschied kennen zwischen Hartnäckigkeit und Sturheit. Das sind zwei verschiedene Dinge. Elftes Prinzip. Sei geduldig in der qualitativen Umsetzung der Vision. Wir alle wollen immer, dass es schneller geht. Aber wenn wir lauter Shortcuts oder Abkürzungen machen, produzieren wir uns nur selber Probleme, die gar nicht nötig sind. Und das zwölfte Prinzip hier heißt, bleibe mit der Quelle deiner Vision ständig in Verbindung.
Erfolg entsteht durch Gespräche mit Gott und den Menschen. Erfolg entsteht durch Gespräche mit Gott und den Menschen. Gespräche mit Gott bringen dir Weisheit, Einsicht, Erkenntnis, Durchblick. Gespräche mit Menschen bringen dir Kunden und die besten Talente der Branche in dein Unternehmen. In deiner Vision ist eine Menge Power. Hier gibt es zwei Seiten, die heißen die Power der Vision. Wo liegt sie in deinem Leben ganz besonders? Freunde, wir sind alle zur Leadership berufen. Wenn wir Christen sind, Söhne dessen, dem alles gehört, dann sind es wir, die berufen sind, andere Menschen zu führen. Da gibt es dann einige Fragen, die du hier beantworten kannst und wo du darauf Antworten findest. Eine gottgegebene Vision ist ein Auftrag, der diese Erde verändern wird, in deinem Umfeld. Einige Fragen, die du beantworten kannst, sind hier und viele Möglichkeiten, dir Notizen zu machen. Dann haben wir ein paar Blätter, die heißen, wie schreibe ich meinen persönlichen Visionsplan? 7 Schritte, glaube ich, sind es. Wie schreibe ich meinen persönlichen Visionsplan? In 7 Schritten, 8 Schritten. Dann die Prinzipien einer Vision. Vision ist die Quelle von wahrer Leadership. 16 Prinzipien zusätzlich. Zum Beispiel, Vision fokussiert sich immer auf die Zukunft. Vision verlangt immer nach einer Veränderung. Die Vision ist immer größer als der Visionär. Dann die Prozesse einer Vision. Vom 1. bis zum 10. Punkt. Zum Beispiel, der 5. Punkt. Vision muss zu deinem Eigentum werden. Du musst diese Vision besitzen. Du darfst sie nicht von jemand anderem abgeschaut haben oder ein Nachmacher sein, ein Trittbrettfahrer. Sonst hast du keine Power. Dann, wie schreibt man ein Mission Statement? Ein Mission Statement ist ein Statement, wo es darum geht, was ist unser täglicher Prozess, um für die Zielgruppe den höchstmöglichen Nutzen zu bringen. Wie schreibe ich meine persönliche Vision? 10 weitere Punkte. Zum Mission Statement 5 Punkte. Dann der Schlüssel für die Erfüllung einer Vision. Und dann natürlich zum Schluss all die wichtigen Fragen, die man sich noch stellt. Das Programm für meinen persönlichen Plan. Und wer schreibt, der bleibt. Das hat mein Vater schon gesagt. Die persönliche Zielsetzung mit einer klaren Planung. Immer wieder schreiben, immer wieder schreiben. Weiß, ein Visionär braucht einen großen Papierkorb. Ich kann das sagen. Mein Papierkorb war immer sehr groß, all die vielen Jahrzehnte, wo ich so viele Dinge bewegt habe, in Bewegung gesetzt habe, initiiert habe. Ich habe so viel geschrieben, ich bin ein Schreiber, habe überall am Bleistift liegen und am Block. Und da muss man natürlich schreiben und vieles wieder wegzuschmeißen, weil es noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Ich weiß, du weißt, was ich meine, und ich weiß, du kennst die Situation auch. Und ich möchte dir heute das Angebot machen. Unser heutiges Angebot, das erste Mal, dass wir dieses Workbook, ist ganz neu auf den Markt gekommen, das erste Mal, dass wir dieses Workbook offiziell anbieten. Jetzt nach dieser Pandemiezeit ist es genau die richtige Timing, dass Menschen sich mit diesen Fragen beschäftigen. Dieses Workbook kostet normalerweise 98 Euro. Du weißt, bei uns sind die Dinge immer etwas billiger als woanders, weil wir die Menschen nicht überfordern wollen. Wir mögen es vielen Menschen zugänglich machen. Aber wenn du bis zum 15. Juni, also die nächste Woche, bis zum 15. Juni dieses Workbook bestellst, egal ob du 1 bestellst oder 10 bestellst, bekommst du 50% Nachlass. Es kostet dir daher statt 98 nur 49 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Es ist ein Workbook, ein Arbeitsbuch, hoch inspirierend und ermutigend.
Es beginnt alles im Geist. Der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch, die Hardware allein, nützt nichts. Vision ist Geist. Geist bewegt die Dinge. Geist ist es, der lebendig macht. Geist ist Ursprung aller Materie. Wenn du dich beschäftigst mit deiner Vision, die Gott dir geschenkt hat, ist Freude die automatische Folge. Freude bringt Power mit sich. Power bringt Disziplin mit sich. Disziplin bringt Ergebnisse mit sich. Und Ergebnisse führen zum Durchbruch. Freund, wenn du den Durchbruch wirklich möchtest, dann musst du mit Vision beginnen. Fokussieren auf den Geist, den Gott vor meiner Vision in dich hineingelegt hat. Und in der Genossenschaft Erfolg beginnt zu Hause, beschäftigen wir uns ja intensiv mit diesen Themen, weiter hinaus über dieses Workbook. Wenn du das Workbook dann einmal hast, dann werden wir dir vielleicht zeigen, wie die nächsten Schritte funktionieren können, hin bis zur Finanzierung deiner Vision. Die Genossenschaft hat hier viele, viele Möglichkeiten. Wenn du noch nicht Mitglied bist der Genossenschaft Erfolg beginnt zu Hause, kannst du jederzeit tun, gehst auf die Website erfolgbeginntzuhause.de und da findest du all die Informationen, was zu tun ist, um Mitglied zu werden. Aber heute geht es mal darum, ich möchte dich einfach inspirieren. Inspirieren mit diesem Workbook. Dich wieder mit dem zu beschäftigen, was Gott in dich hineingelegt hat. Egal, was die letzten 2-3 Jahre passiert ist in deinem Leben. Es gibt immer noch eine Zukunft. Und die Zukunft dürfen wir mit Hilfe des Himmelvaters gestalten. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag und vergiss nicht, deine Bestellung aufzugeben. Spätestens bis 15. Juni.